Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist Let's Build Minecraft, Sierra-Projekt, und ich bin Heidel. Wie ihr oben rechts in der Ecke auch sehen könnt. Das erste Mal, dass ich das eigentlich anspreche. Ach, gregorianische Mönche singen. Ach, frohlocket, der Herr ist da. Nein, leider nicht. Für manche. Okay, Das brauche ich erstmal nicht. Dann baue ich das weg. Und dann will ich noch. Das ist noch dabei. Dann will ich allerdings noch hier diese Steinziegelstufe machen. Und dann will ich noch Birkenholz. Und dann nochmal Eichenholz. Danke! Ich will das. Oder baue ich das denn so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde zumindest hier einen Eingang reinlegen. Okay, vielleicht doch nicht. Ich glaube, das wäre besser in der Mitte aufgehoben. Muss ich das jetzt wirklich abzählen? Nee, ich mein's einfach so nach Gefühl. hier so ungefähr. Ich denke, hier ist eine gute Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt. Das passt ganz gut. So, dann würde ich gerne hier so, dann kommt das hier hin. Das ist gerade nur so eine Art Rohbau. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache, beziehungsweise ob ich das so durchsetzen will, will. Corville ist auch ein gutes französisches Wort. Kennt zwar keinen Schwein, aber. Ach, das habe ich da runtergesetzt. Okay. Dann baue ich das am besten so. Dann setze ich das nämlich hier hin. Und dank der neuen, dank einem Patch geht das jetzt auch so. Und dann geht das quasi dann so runter auch. Aber ich will jetzt gerade mal gucken, ein bisschen was ausprobieren mit den Ziegeln. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so überhaupt verwenden kann. Da sind wir wieder bei Corville. Ne? So. Kann man, glaube ich, so verwenden. Aber ich würde es eigentlich auch noch ein bisschen weiter nach vorne setzen. Dafür reicht die unterste Reihe ein bisschen ab. Und die hier auch. Dafür muss ich alle Seitenstücke auch so entfernen. Und jetzt baue ich die noch ein bisschen weiter nach vorne. Da mache ich eine kleine Veranda drauf. Ich denke, das könnte ganz gut werden. Genau. Verde. Oder Verdon. Keine Ahnung. Heute wieder ein paar französische Vokabeln angesehen, keine erkannt. Tja, so leicht geht das. Probleme von heute. Dann will ich wieder hier. Genau, hier das dran bauen. Zap, zap. Ach, stimmt, falsch angesetzt wieder. Das ist Gute bei diesen Steinziegeln, da kann man eigentlich so gut erkennen, wo man das wieder dran bauen kann. So, darum, Löffelstiel. Und ich setze wieder die Treppe fort.
fort und fort und fort und geht auch fort. Nee, lieber nicht. Das fände ich nicht so schön. Ich genieße eure Gegenwart und eure Präsenz. Die eure drahtige Präsenz des Sounds. Ja, da hat man hier so einen schönen Treppenaufgang und da kommt man hier hoch und dann muss ich mal gucken, wie ich das weiterbaue. Dann will ich hier. Genau, ich glaube, dann setze ich hier erstmal probeweise die Birke hin. So, das ist, ich glaube, das ist ganz gut. Und dann würde ich hier dann auch. Ich weiß gar nicht, was ich da hinsetzen würde. Ich probiere es erstmal mit Birkenholzstufen aus. Weil das so gut passt. Oder Fichte, weil die so schön dunkel ist, hat mir so einen tollen Kontrast. Kontrast. Ey, ist voll Kontrast. da hat man hier so einen schönen Kontrast drin, den kann man, den hatte ich schon beinahe schon wieder versammelt hier. Und dann kann man das hier so schön reinbauen. Hat man hier so ein kleines Dächelchen. Das soll aber auf keinen Fall so bleiben. Da werde ich noch ein kleines Dächlein davor bauen, so einen kleinen Abgang. Das erinnert mich auch irgendwie an Österreich. Wenn man da an der Bergbahn ist, dann heißt Ausgang auch Abgang. Ich weiß gar nicht, ob das allgemein Österreich so ist oder ob das dann wirklich nur bei der Bergbahn so ist, als Tradition quasi. Dann würde ich das jetzt so hier reinbauen. Oder? Ich mach's erstmal so. Man kann es ja immer noch ändern. Glücklicherweise kann man das ja ändern. Das ist ja Minecraft. Also kann man das einfach mal so machen. Die Treppen außer Acht gelassen. So ein Fehler darf einem nicht passieren. Stellt euch vor, in einer Minecraft-Prüfung passiert. Minecraft als Schulfach. In Schweden gibt es sowas ja schon. Das wäre genial, wenn es das gäbe. Und dann, wie muss man sich die Arbeit vorschreiben? Die Abschlussarbeit in dem Fach oder generell einen Test oder eine Arbeit in dem Fach. Wie muss man sich das vorstellen? Bestimmt irgendwie lustig. Sieht definitiv interessant aus, was ich hier gebaut habe. Da muss ich aber hier noch etwas hinbauen, damit das passt. Hopp, hopp, hopp. So. Toll. Apropos diese asiatische Musik, ne? Das passt ja irgendwie voll ins Asiatische rein. Also ich meine, es erinnert mich schon ein bisschen dran. Vor allem, weil diese Map, die ich auch vorstellen sollte eigentlich noch, so ein bisschen asiatisch aussieht auch. Ach Mann, ich weiß gar nicht, ob ich da, was ich da hinbauen soll jetzt. Ich glaube, da werde ich jetzt tatsächlich wieder diese Steinziegeln reinbauen. Genau, die heißen Steinziegeln. Hab schon gedacht, ich hätte dich versehen oder versprochen, oder? Jetzt irgendwie falsch gemerkt, aber das kann ja gar nicht sein. Nö, überhaupt nicht. Ich mache ja keine Fehler. Puh. Dabei möchte ich nochmal sagen, jeder macht Fehler und es gibt einfach keinen Menschen, der keinen Fehler machen kann. Geht nicht. Es liegt in der Natur des Menschen. So, ich will es allerdings nur als Vorzeigeobjekt, als Muster, würde ich jetzt hier die Frontseite nur mal kurz designen. Und dann mal gucken, wie ich das dann mit dem Rest so mache. Und ich muss sagen, mein System mit der Zeiterkennung funktioniert gut.
mache ich ein bisschen Kunst hier rein. Wie wäre es, wenn ich noch ein bisschen Eichenholz reinsetze? Eigentlich im Prinzip ganz interessant. Das versuche ich mal so weiter. Wenn ich das hier so mache, geht es eigentlich genauso. Und dann wieder hier Holz reinsetzen, hier Holz reinsetzen und hier Holz reinsetzen. Im Prinzip ganz interessant. Das Loch wollen wir stopfen. Mal gucken, 1, 2, 3 zur Seite. Ich will das gerade mal ausprobieren, mal gucken, ob das symmetrisch ist. wie habe ich das nochmal gemacht? Genau, 1, 2, 3 und dann wollte ich das hier, hier. Ach, jetzt muss ich schon wieder ein Loch stopfen. Ich hasse diese Stopferei. Na gut, also bei bestimmten sozialen Aktivitäten, aber das muss dann auch sein. Ja. Dann das hier und dann glaube ich das hier noch. Genau. So passt das. Und dann wieder das hier, das hier, das hier und dann das hier, das hier, das hier. Und dann wird wieder mit Holz gestopft. Das passiert dann, woanders? Ach, da. Moment. Da habe ich was. Bedeutend falsch gemacht. Das und das. Genau, so war's. Ach, wie komme ich auf die Idee von dem hier? Kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Nö, überhaupt nicht. So, dann wieder das hier. Das mit Holz reinbauen. Okay, fast symmetrisch. Fast. Ein Block nur. Nicht schlecht. Aber ich finde das im Prinzip auch keine schlechte Idee so. Will ich mal gucken, ob ich das irgendwie weiterbauen kann. Dann wieder da hier hin. Und das. Das und das. Dann muss ich dann hier noch mit Holz reinsetzen. Und ich finde es eigentlich kein schlechtes Fachwerk. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wie das dann am besten am Schluss am Ende am besten aussieht. Und das würde ich dann auch so machen. Okay. Passt. Dann eventuell hier oben noch. Nee, das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. Und wenn ich das hier so reinsetze? Huh! Das ist irgendwie interessant. Weiß jetzt auch nicht. Das müsste dann quasi hier wieder weg und dann hier zur Seite eins noch. Dann würde. Was würde denn dann da hinkommen? Das wäre. Eigentlich müsste dann hier auch Holz hin. Und hier auch. Ich glaube, dann reiße ich das hier unten doch noch rein weg und ersetze das.
Dann geht's quasi hier so einen Bogen und. Wartet mal einen Moment. Na? Na? Nicht übel, überhaupt nicht übel. Okay, ich glaube, das war's auch für diese Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere künstlichere Meisterwerke sehen wollt, dann schaltet in der nächsten Folge direkt wieder ein, wenn ich wieder hier dabei bin, dieses Gebäude ein wenig zu designen und ja, dem allen eine gewisse Form und Ästhetik zu geben. Einen gewissen, ja, einen gewissen Look, mit dem man dann einfach und zweifellos sagen kann, das, ja, das ist definitiv Heidel Bay mit dem Bayview und das ist der Hafen, das ist die Hafenmeisterei, das Verwaltungsgebäude Nummer 1 und das ist, genau, das ist es. Das erinnert mich irgendwie auch wie so ein, also wenn ich das weiter so baue, dann könnte es ein neuer Reichstag werden. Nein. Also ich meine, so imposant und trocken, wie das gebaut ist hier. Naja. Gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis dann.